Ja, wir stehen heute hier in Trier vor der Porta Nigra und beschäftigen uns wieder mit dem Thema, das mit Corona zu tun hat. Heute mit der Schulbegleitung. Das ist für viele Familien ein richtig wichtiges Thema. Und es ist schon unter Normalbedingungen so, dass viele Familien Probleme damit haben, eine Schulbegleitung für ihre Kinder organisieren zu können. Die Schulbegleitungen sind ja nicht Teil des pädagogischen Systems von Schulen, sondern sie werden finanziert über die Träger der Eingliederungshilfe und es sind Assistenten, die die Kinder in der Schule begleiten sollen. Die sind natürlich unheimlich wichtig, werden schlecht bezahlt. Häufig laufen die Verträge nur von Jahr zu Jahr. Die werden im Zweifelsfall in den Ferien nicht finanziert, liegen knapp über Mindestlohn häufig. Und es sind natürlich Leute, die, wenn sie die Möglichkeit haben, auch gerne mal die Beschäftigung wechseln, weil die Art der Beschäftigung, also die haben eine total wichtige Aufgabe, aber sie werden nicht entsprechend honoriert. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir das Problem, dass Kinder zu Hause zum Teil gar nicht unterstützt werden, obwohl sie natürlich auch da die SchulbegleiterInnen eigentlich bräuchten. Und es ist so, dass wir immer häufiger mitbekommen, dass die Träger der Eingliederungshilfe den Trägern, den Arbeitgeberinnen, dieser Schulbegleiterinnen anraten, diese Leute für die Kurzarbeit anzumelden. Das bedeutet die für die in der Konsequenz, dass sie Hartz-IV-Leistungen beziehen müssen, weil ihre Löhne ja von vornherein so niedrig sind. So, und wir leben jetzt tatsächlich in der Befürchtung, dass nachdem Corona beendet ist, dieses fragile System der Schulbegleiterin in den Schulen zusammenbricht. Und das können wir so nicht weiter akzeptieren. Hier muss sich auch die Bundesregierung endlich einsetzen.